Zum ersten Mal nach dem Tod seines Vaters wird sich Walter Kohl heute äußern. Über Versöhnung wollen wir mit ihm sprechen, auch angesichts dieser Bilder, die wir da gerade sehen. Außerdem ein Mann bei uns, der zu den talentiertesten Fotografen seiner Generation gehört, Chris Burkhardt, der aus Island diese spektakulären Bilder mitgebracht hat. Und über Politik wollen wir heute sprechen mit den YouTube-Stars Lisa Sophie und Le Floyd, sowie einem ausgesprochen intimen Politikkenner einer echten Instanz, Dieter Wonka. Sie alle sind jetzt unsere Gäste. Willkommen zu unserer Sendung. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Einen schönen Abend Ihnen zu Hause. Willkommen zu unserer Sendung, in der wir gleich zu Beginn sehr herzlich den Mann begrüßen, der heute Mittag auf der großen Sommerpressekonferenz der Kanzlerin gleich zweimal kritische Fragen gestellt hat, was die Kollegen von Cicero mal dazu brachte, über ihn den schönen Satz zu schreiben: Er belästigte Kohl, er nervte Schröder und er triezte Merkel. Er ist Berlins erstaunlichster Korrespondent. Er selbst dagegen findet, genau das passiert im Moment viel zu wenig: die Mächtigen nerven und hart zu befragen. Und er sagt selbstkritisch, diese Pressekonferenz heute war Wahlkampf vor 300 Journalisten. Und wir haben nichts getan, um das zu verhindern. Herzlich willkommen, Dieter Wonka. Freue mich sehr, dass Sie unser Gast sind. Das ist interessant. Ja, und es wird in dem Zusammenhang spannend sein zu hören, wie sie ihr Interview mit der Kanzlerin erlebt hat. Sie ist eine von vier YouTube-Stars, denen sich Merkel stellte und dabei doch irgendwie entwischte. Denn sie sagte hinterher selbst, durchaus kritisch: Ich fand viele von Merkels Antworten wischiwaschi. Sie, das ist eine junge Frau von erst 22 Jahren, deren Internetshow mittlerweile 250.000 Leute regelmäßig sehen. Und ja, da geht es dann auch mal um so spektakuläre Dinge wie die Enthüllung ihrer neuen Frisur. Aber diese Frau hat auch ganz ernsthaft Politik und Psychologie studiert und einen sehr klugen Ratgeber dazu geschrieben, wie ich aufhörte, perfekt sein zu wollen. Herzlich willkommen, Lisa Sophie. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Lisa. Ja, und noch einer. Und noch einer bei uns, der jungen Menschen Woche für Woche erklärt, vor allem aber kommentiert, was da draußen in der Welt passiert. Einer, der Haltung hat und Meinung und Humor und dessen Kanal sogar über 3 Millionen Jugendliche regelmäßig sehen. Er war der erste YouTuber vor 2 Jahren, dessen Fragen sich die Kanzlerin stellte und der hinterher hier in der Sendung sehr selbstkritisch sagte: Merkel hat mich benutzt, um an eine jüngere Zielgruppe ranzukommen. Jetzt ist er sogar Teil einer Bewegung, Germany's Next Bundeskanzlerin. Detail am Rande: Einer der Mitbewerber ist Julius Freund, der Neffe eines gewissen Martin Schulz. Herzlich willkommen also Florian Mund oder auch Le Floyd. Schön, dass du da bist, Florian. Ich freue mich sehr. Ja, dann ein Mann bei uns. Und ein Mann bei uns, von dem ich gerne wissen würde, wie es ihm jetzt in diesem Augenblick wohl gerade ergeht. Denn von ihm ist der bemerkenswerte Satz überliefert: Immer wenn zu viele Leute um mich herum sind, kriege ich leichte Beklemmungen. Dazu muss man wissen, dass er zwar mal Automechaniker gelernt hat, aber schon mit 19 Jahren eine Berühmtheit wurde, weil er so spektakulär schöne Bilder vor allem von Surfern machte. Jetzt erzählt er in einem wunderbaren Film, wie es zu diesen Bildern kam, für die er ausgerechnet im Dezember ins kalte Island fuhr. Er hat das mal schön beschrieben, was ihn treibt: Weg von warmen Traumstränden in der Karibik, weit hinauf in den Norden. Ich war an den schönsten Plätzen, hat er mal gesagt, und ich fand doch immer wieder nur das Gleiche. Ich fand WLAN, Fernsehen, gutes Essen und tollen Handyempfang. Und irgendwann hatte ich das Gefühl zu ersticken. Von dem Abenteuer, das er stattdessen suchte und auch fand, wird er uns erzählen. Und er wird uns erzählen, was er in der Kälte gewinnt. Herzlich willkommen, Chris Burkhardt. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, und
Schön, dass dieser Mann heute bei uns ist und unser Gast ist. Keine einfache Zeit, durch die er gerade geht. Sein Vater ist vor etwa 10 Wochen verstorben. Ein Mann, der über Jahrzehnte so sehr zu diesem Deutschland gehörte, also sein Vater, dass man irgendwann dachte, er sei immer schon da gewesen, so wie der ADAC oder auch Howard Carpendale, nämlich Helmut Kohl. Weshalb er auch sagt, Todesfälle in unserer Familie bedeuteten immer schon absolute mediale Ausnahmesituation. Doch diese mediale Ausnahmesituation entstand eben auch dadurch, dass sich sein Vater irgendwann von ihm und seinem Bruder vermeintlich lossagte. Doch man kann sich nicht von seiner Familie lossagen, hat er mal scherzhaft gesagt und sagte, ich muss mich ja nur morgens im Spiegel anschauen und mich auf die Waage stellen, dann weiß ich, dass ich der Sohn vom Kohl bin. Und trotzdem hat diese mediale Ausnahmesituation rund um den Tod seines Vaters Bilder produziert, die viele Deutsche bis heute irritieren, um nicht zu sagen verstören, nämlich diese hier. Nicht verbieten, dass ich hier auf dieser Straße laufe. Bleiben Sie doch mal bitte ganz kurz, stehen. Kai, ich möchte bitte. Ja, aber das ist Entschuldigung, das ist ein öffentlicher Raum. Ich möchte jetzt zu meinem Vater. Ist das so schwer zu verstehen? Nee, ist nicht schwer zu verstehen. Also dann bitte lassen Sie mich jetzt an die Tür. Warten Sie doch bitte. Nein, es ist ein öffentlicher Weg. Ich möchte jetzt an die Tür. Ja, aber es ist mal so. Mein Vater hat ja allen Kontakt abgebrochen zu vielen Menschen in seinem Umfeld, auch zu der ganzen alten Familie, also angefangen von meinem Bruder und mir, vor allen Dingen auch zu den Enkeln, die sehr darunter gelitten haben, dass ihr Großvater für sie nicht erreichbar war. Insofern will ich mich zu dieser Zeit nicht äußern. Ich kann nur meine tiefe Betroffenheit, meine Trauer Ausdruck geben, dass er jetzt gestorben ist und dass das alles in dieser Weise passiert ist. Das waren auch eben Situationen, die ich jetzt im Moment nicht kommentieren möchte. Und ja, Sie sehen einen Menschen, der eben sehr traurig ist. Jetzt werde ich ans Grab meiner Mutter fahren. Das ist ja nicht weit von hier in Friesenheim. Und dort auch beten. Und wir begrüßen diesen Mann nochmal sehr herzlich. Herzlich willkommen, Walter Kohl. Ich freue mich sehr, dass Sie heute unser Gast sind. Ich wollte Ihnen eigentlich gleich zu Beginn eine andere Frage stellen, würde aber gerne eine andere vorwegschieben, nämlich die Frage, wie geht's Ihnen heute? Wieder gut. Es waren schwierige Zeiten und das hat man ja gesehen in dem kurzen Einspieler. Das war ja die Situation direkt, nachdem ich aus dem Haus gekommen bin, wie ich mich von meinem toten Vater verabschiedet habe. Das war natürlich ein ganz schwerer Moment, aber das sind jetzt auch 10 Wochen. Und in diesen 10 Wochen ist sehr, sehr viel passiert, auch an innerer Entwicklung, an Klarheit. Ja, wieder gut. Das ist die kurze Form. Ja, und das ist eine schöne Antwort. Und die Frage, die ich eigentlich zu Beginn stellen wollte, was ist der Grund, aus dem wir uns heute hier sehen? Der Grund, warum wir uns heute hier sehen, es gibt eigentlich mehrere Gründe. Der erste Grund ist, dass natürlich das mediale Interesse, das wurde eben auch angesprochen, extrem ist. Und ich jetzt gerade auch in den letzten 2 Wochen, 10 Tagen, ich weiß gar nicht, wie viele Anfragen gehabt habe von unterschiedlichen Zeitungen, Zeitschriften, Fernsehen. Und man hat richtig gespürt, jetzt ist so diese Schamfrist ein Stück weit vorbei. Und jetzt wird geguckt, was kann da noch alles kommen. Daraufhin haben mein Bruder, meine Frau, mein Sohn und ich uns zusammengesetzt und haben überlegt, wie gehen wir mit der Situation um. Und noch eine andere Frage war sehr wichtig. Wie würdest du, also jetzt ich als Walter, heute in 5 oder in 10 Jahren rückblickend auf die Situation denken, was war das Richtige? Also praktisch 2 Situationen, die sich treffen, das mediale Interesse. Und daraufhin haben wir entschieden, dass ich mich öffentlich äußere. Mhm. Und zwar mit dem Ziel, Fakten, Klarheit zu schaffen. Und um auch ganz deutlich zu sagen, dass ein Todesfall natürlich in allen Familien vorkommt. Bei uns ist es ein bisschen besonders durch diese mediale Situation. Ja, in der Familie Kohl wird das ist öffentlich. Alles ja gut, ist das war halt immer schon so. Es war ja auch beim Tod meiner Mutter. Aber das ist nicht der Kernpunkt. Der Kernpunkt ist, wie geht man auch mit sowas um? Gerade auch unter der Perspektive dieser extremen Öffentlichkeit. Und deshalb bin ich auch sehr froh, dass ich heute Abend hier sein kann, weil es mir eine Möglichkeit gibt, hoffentlich in einer Ausgewogenheit
Dinge darzustellen und auch Klärungen herbeizuführen. Wenn wir einmal in diese Geschichte reingehen, Herr Kohl, was wussten Sie über den Gesundheitszustand Ihres Vaters? Jetzt auf die letzten Jahre bezogen. Ja, in den letzten Tagen vor seinem Tod. Ja, in den letzten Tagen wusste ich gar nichts, weil eben auch eine Informationssperre über lange Zeit war. Ich wusste von Menschen, die ihn gesehen haben in den letzten Wochen und Monaten, dass es sehr kritisch um ihn war, aber das war schon länger so. Aber dass es jetzt konkret so weit ist, das konnte ich nicht wissen. Was waren das für Menschen, die Sie da informiert haben? Wer sind die Menschen, die noch an Ihren Vater rankamen? Die Öffentlichkeit hat zuletzt... Ja, das ist eine ganze Reihe von Leuten, die mich auch gebeten haben, das nicht öffentlich zu machen. Mhm. Das respektiere ich auch. Das ist auch gar nicht wichtig. Mhm. Wichtig ist für mich, ich wusste nichts im Sinne von, es geht dem Ende zu. Mhm. Und ich habe das Ganze ja aus dem Autoradio erfahren, auf der Straße, wie ich nach Hause gefahren bin. Und dementsprechend war es natürlich auch überraschend für mich. Das heißt, Sie saßen im Auto und sind dort vom Sprecher im Radio informiert worden, dass Ihr Vater gestorben ist? Ich hatte eigentlich mich davon gestibitzt aus dem Büro. Ich war im Kurbad in Königstein, da kann man wunderschön im Thermalbad schwimmen und so, sehr schön. Wow, völlig entspannter Freitagnachmittag, dann steige ich ins Auto und drehe das Radio an, einfach um Musik zu hören, fahre die paar Kilometer nach Hause. Und in dem Moment, wo ich das Radio andrehe, ist der erste Satz, Helmut Kohl ist tot. Das ist natürlich schon mal überraschend, wenn du dann im Auto das so erfährst. Mhm. Und dann bin ich nach Hause gefahren, die letzten 3-4 Kilometer, habe meine Frau direkt angerufen, meinen Bruder. Und weil ich eben im Schwimmbad war, hatte ich kein Handy dabei. Und dementsprechend wusste ich das auch alles nicht. Ja, und so hat sich dann der Abend entwickelt. Das war abends, sagen Sie. Wir wissen 18.15 Uhr. Wir wissen heute, dass Ihr Vater morgens gestorben ist. Ja gut, ich weiß nicht, wann die Presseerklärung rauskam. Jedenfalls habe ich es erst zu dem Zeitpunkt erfahren. Das ist auch nicht wichtig am Ende des Tages. Ist das nicht wichtig? Also, nein. Ich würde das wissen wollen, wenn meine Eltern sterben. Ich möchte nicht erfahren. Aber nicht 7 Stunden später. Ja, das ist jetzt eine ganz grundsätzliche Frage, die hier durchscheint. Was ist wichtig? Für mich ist wichtig, wie man mit den Dingen umgeht und nicht so sehr, wie man sich an gewissen Details oder an gewissen Themen auch empört und erregt. Und eine ganz wichtige Lehre, die ich aus dieser ganzen Situation seit dem 16. Juni gezogen habe, ist, blicke auf die Sache mit einer Perspektive heute in einigen Jahren. Und heute in einigen Jahren ist es nicht wichtig, ob ich dieses Detail oder jenes Detail, wann ich es erfahren habe. Wichtig ist was anderes, dass ich meinen Vater verabschieden konnte. Ich war ja dann kurz danach in Oggersheim. Ich bin dann nach Hause gefahren, habe mich umgezogen und bin direkt, nachdem ich auch mit meiner Frau und meinem Bruder das besprochen hatte am Telefon, weil mein Bruder ist in der Schweiz, meine Frau war bei VW in Osnabrück beim Kundentermin, also auch nicht in der Nähe. Und haben wir gesagt, okay, ich fahre jetzt mal los. Und das sind die wichtigen Dinge. Die Entscheidung, ich stelle mich der Situation, ich werde aktiv, ich fahre dann runter, was 1,5 Stunden gedauert hat, Freitagabend, Frankfurt, Rhein-Main, Berufsverkehr. Mhm. Und so war ich dann gegen 20 Uhr in Oggersheim. Wie lange haben Sie darüber nachgedacht, ob Sie diese Fahrt jetzt auf sich nehmen, ob Sie das machen, ob Sie unangekündigt dort vor diesem Haus erscheinen, das so lange Ihr Elternhaus war? Och, irgendwo zwischen 15 und 20 Sekunden. Also das war relativ schnell klar. Es war klar, Sie machen das. Ja, ich habe das nur besprochen. Haben Sie geahnt, was Sie dort erwarten könnte? Also ich wusste, dass natürlich die Meldung schon älter ist. Und ich habe ja eine gewisse Erfahrung, in Anführungszeichen, aus der Todessituation oder dem Todesfall meiner Mutter. Damals hatten wir mehrere hundert Journalisten vor der Haustür und Fotografen. Die Polizei hat die Straße abgesperrt. Das ist wie so ein U. Also mir war klar, dass es eine Polizeisperre geben wird. Wie sind Sie damals informiert worden beim Tod Ihrer Mutter? Wie haben Sie das erfahren? Ja gut, da wurde ich damals von der Juliane Weber, das war die Sekretärin meines Vaters, angerufen. Und ich wusste ja, dass die Situation schwierig wird. Aber mir war von vornherein klar, ich werde ins Haus gehen und ich werde mich würdig von meinem Vater verabschieden. Und was passierte, als Sie angekommen sind? Gut, da war erstmal die Polizeisperre. Die Polizei war etwas überrascht und überfordert. Hektische Funkerei, wir haben es ja eben gesehen, aber so what? Ich bin dann einfach weitergelaufen, bin an die Haustür gekommen. Die Haustür wurde auch sehr schnell geöffnet. Dort wurde ich von Herrn Dickmann begrüßt. Der ehemalige Bild-Chefredakteur. Ja, genau. Und der hat dann... Der in welchem Verhältnis zu Ihrem Vater steht und stand? Warum war der da? Das müssen Sie ihn selbst fragen. Warum ein Chefredakteur der Bild-Zeitung die Tür öffnet in so einem Fall, das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann.
Lange Rede, kurzer Sinn. Die Tür ging auf. Ich bin rein. Er hat ein paar Sachen zu mir gesagt, die ich jetzt nicht näher kommentieren möchte. Und dann bin ich ins Wohnzimmer gekommen. Herr Diekmann hat dann ein paar Sachen zu mir. Und dann durch die Eingangshalle ins Wohnzimmer. Und dort stand dann eben auch das Bett, aufgebahrt, mein Vater. Auf der anderen Seite des Bettes Maike. Eine ganze Reihe mir unbekannter Leute im Raum. Es war sehr dunkel, weil man am Anfang hatte ich auch nichts gesehen. Es war sehr gleißend heißer, heller Tag. Ja, und da lag dann eben mein Vater. Und dann bin ich zu ihm hin, habe ihm an der Hand genommen und habe einfach meinen Vater gesehen und mich von ihm verabschiedet. Sie sagen, da waren Menschen, die Sie nicht kannten. Das heißt, all die Vertrauten, die in all den Jahren um ihn waren, waren dort nicht? Ja gut, das ist ja alles ausgewechselt worden, die ganze die Leute. Und ich kannte einen der Leute dort vom See. Natürlich kenne ich Maike. Ich kenne Herrn Diekmann. Maike Richter-Kohl, ja, genau, ne? Die Frau Witwe. Oder Witwe. Ja. Nicht seine Witwe, ganz klar. Und das war aber auch nicht entscheidend. Entscheidend war was anderes. Ich bin am Bett, am toten Vater gestanden. Und ich habe einfach gespürt, es ist Frieden. Und dieser Frieden war für mich in dieser Situation der Schlüssel. Und wissen Sie, in vielen Familien gibt es Streit und es gibt unsägliche Situationen. Bei uns ist halt alles sehr öffentlich. Und das ist ja auch der Grund, warum ich mich letztlich irgendwo auch gezwungen sehe, mich zu äußern. Und das ist eben so gewesen. Aber der entscheidende Punkt für mich war in dieser Situation, ich konnte mich in Ruhe von ihm verabschieden. Ich konnte beten und ich konnte sagen, Papa, wir sehen uns dann irgendwo anders wieder. Und das ist für mich wichtig, weil wir den Tod auch als Teil des Lebens verstehen müssen. Der Tod ist ja letztlich die andere Seite der Medaille. Und wir haben ja leider Gottes in Deutschland, ich würde mal sagen, ein fast schambesetztes Verhältnis zum Tod. Früher waren ja die Friedhöfe in den Kirchhöfen direkt im Dorf. Man ist, wenn man zum Bäcker oder zum Metzger ist, quasi über den Friedhof gelaufen. Heute ist das weg. Und ich merke halt gerade auch durch diese Erfahrung, dass das ganz wichtig ist, dass wir ein geklärtes Verhältnis mit dem Tod haben. Denn wenn wir mit dem Tod eine Klarheit finden, dann können wir auch unser Leben ganz anders gestalten. Und das ist für mich eine ganz große Lehre, nochmal aus dieser Situation. Sie sagen, da war Frieden zwischen Ihnen oder in Ihnen, so verstehe ich das, und Ihrem Vater. Natürlich, ja. Dieser Frieden, hat der sich auch transportiert auf die gesamte Situation? Das heißt, gab es in dem Moment sowas wie eine Versöhnung, auch mit Maike Richter-Kohl? Die Öffentlichkeit weiß von diesem schwierigen Verhältnis und weiß, dass das alles sehr, sehr belastet war. Gut, das war jetzt in der Situation sicherlich nicht vordringlich. Das war auch nicht mein Thema in diesem Moment. In diesem Moment war für mich eins wichtig, man darf ja nicht vergessen, ich habe zu diesem Zeitpunkt knapp 2 Stunden gewusst, dass mein Vater tot ist. Mhm. Ich bin 130 Kilometer durch den Berufsverkehr gefahren und habe mich durch die verschiedenen Hürden sozusagen durchgearbeitet. Und ich war sehr fokussiert, ich war sehr klar, ich habe ihn da liegen sehen, er lag dort sehr friedlich. Und es war gut, dass er dort so liegt und das war auch ein Stück Loslassen in Liebe und in Verbundenheit. Mhm. Und das schenkt auch die Kraft, die man dann braucht. Und jeder, der einen Trauerfall hat, wird das nachvollziehen können, um danach auch weiterzugehen und sein Leben zu gestalten. Sie schildern das gerade und sagen, ich habe das im Radio erfahren. Ich wusste das seit 2 Stunden. Ich fahre 130 Kilometer durch diesen Berufsverkehr. Ich stelle mich dieser sehr, sehr belastenden Situation. Ohnehin die tiefe Trauer um den Vater. Und dann noch diese mediale Ausnahmesituation. Das ist ein Spießrutenlaufen. Das kann sich ein normaler Mensch eigentlich gar nicht vorstellen. Wir können das alle nur erahnen. Und dann trifft man auf Polizeibeamte, die dich daran hindern wollen, Abschied zu nehmen von einem eigenen toten Vater. Wissen Sie, warum? Nein, das interessiert mich auch gar nicht. Das ist völlig uninteressant. Ich habe ja zu den Was haben die Ihnen zur Begründung gesagt? Gar nichts. Wir haben ja nicht miteinander geredet. Sie haben ja in dem Einspieler einen Teil gesehen. Ich bin ja einfach weitergelaufen. Und jetzt nichts gegen die Polizei Rheinland-Pfalz, aber in dem Moment war die mir ziemlich wurscht. Ich bin einfach mal durchmarschiert. Und das ist ja auch ein Wesen, was mein Vater uns Kindern mitgegeben hat, dass man, in manchen Situationen auch einfach mal marschieren muss. Und genau so eine Situation war das, ganz einfach. Also für mich ist der Fokus mein Vater und die anderen Dinge, die kann man meiner Meinung nach vernachlässigen. Aber können Sie nachvollziehen, dass es gibt,
Angela Merkel hat das dieser Tage gesagt. Es geht immer mehr um Bilder, die entstehen. Ja, und rund auch um diese Trauerfeier sind Bilder entstanden, von denen viele Menschen in Deutschland das Gefühl hatten, auch Menschen, die ihren Vater verehrt haben und auch andere, die durchaus kritisch auch mit ihm umgegangen sind, die aber trotzdem das Gefühl hatten, das ist unwürdig, das ist würdelos. Ein Sohn, der sich von seinem Vater verabschieden will, hat alles Recht der Welt, sich von seinem Vater zu verabschieden. Punkt. Es gibt zwei Betrachtungen. Erstmal stimme ich Ihnen natürlich zu, es geht ja nicht nur um den Sohn, sondern es geht ja auch um die Enkel, es geht um Menschen, die lange Jahre mit ihm zusammengearbeitet haben, wie ein Ecki Seber oder auch um seinen Fahrer, oder seinen Neffen und so weiter und so fort. Das ist die eine Betrachtung. Und die andere Betrachtung ist, wie geht man mit einem solchen Tod, insbesondere unter den Rahmenbedingungen, um? Jetzt mal eine ganz einfache Frage, suche ich mir die Rahmenbedingungen aus? Nein. Kann ich dagegen anrennen? Jo, dann ist das aber wie Don Quixote mit seinen Windmühlenflügeln. Das bringt doch nichts. Und ich wusste ja schon seit langer Zeit, dass dieser Tag kommen wird. Also mein Vater ist ja mit 87 Jahren kein junger Mensch mehr und. Und ich habe ja letztlich dieses Thema des Friedens schon lange bearbeitet. Und eine Sache hat mich sehr gestärkt, neben der Tatsache, dass ich natürlich eine tolle Familie habe, meine Frau, mein Sohn, mein Bruder. Wir haben unheimlich zusammengehalten, machen wir nach wie vor. Viele Freunde und ich bin ja quasi überschwemmt worden von Post. Also mein Mail-Account, der ist richtig in die Knie gegangen. Also ich möchte mich an der Stelle auch mal bedanken bei den vielen Leuten. Ich bin jetzt noch nicht mal beim Drittel der Antworten und das muss man mir auch nachsehen, was einfach überwältigend war. Aber noch mal zurück zum Ausgangspunkt. Ich habe 2009, 2010 an meinem ersten Buch gearbeitet und 2011 einen Friedensvertrag formuliert. Und jetzt haben wir 2017. Und wenn Sie gestatten, würde ich gerne die letzten 12 Zeilen des Buchs, Sie nämlich die Quintessenz dieses Friedensvertrags sind, kurz vorlesen. Gerne. Ich habe also einen Spickzettel mitgebracht. Ich erinnere mich daran, das war ein, Sie haben das mal so formuliert, ein einseitiger Friedensvertrag. Und ich fand dieses Thema, wir haben uns oft hier in der Sendung darüber unterhalten, ich fand das immer unheimlich interessant, diesen Ansatz zu sagen, da gibt es eine Versöhnung, selbst wenn die andere Seite nicht dazu bereit ist. Ich bin zu diesem Thema... Ich bin zu diesem Thema am Grab meiner Mutter gekommen, die ja durch Suizid aus der Welt gegangen ist. Mhm. Und da ist ja dieses Thema Frieden noch viel schlimmer, weil ja Suizid noch mal eine ganz andere Bedeutung hat. Und in Bezug auf meinen Vater habe ich vor 8 Jahren, bei 8 Jahre sind es jetzt hier, 8 Jahre was geschrieben und das lese ich einfach mal vor. Deshalb habe ich heute ein neues Verhältnis zu ihm, also zu meinem Vater. Er bleibt mein Vater, aber er ist weit weg. Unser jeweiliger Alltag ist ganz anders, ist vollständig voneinander getrennt. Jeder geht seinen eigenen Weg, hoffentlich in Freude und Glück. Heute habe ich losgelassen und das fühlt sich gut an. Sein politischer und historischer Schatten allerdings lebt weiter in der Welt, in der ich lebe. Auch diesen Schatten nehme ich heute an. Für die allermeisten Menschen bin ich beim ersten Kennenlernen zunächst der Sohn vom Kohl. Das ist kein Problem mehr, denn nun kann ich sagen, ich gestalte mein Leben als Walter Kohl. Ich bin der Sohn vom Kohl. Dieses Leben nehme ich an, diesen Weg gehe ich. Und dieser Vertrag gilt bis heute. Und diese Zeilen oder auch dieses Gefühl vor allen Dingen, die haben mich unheimlich getragen. Der Vertrag lebt nicht nur, sondern ich würde sagen, er hat einen Härtetest bestanden. Und es gibt mir, so ungewöhnlich das vielleicht jetzt auch klingen mag, ein großes Maß an Bestätigung und Zuversicht für die Zukunft. Weil die Kernfrage des Todes ist ja, was machen wir daraus? Wie gehen wir mit Tod um? Tod ist beides. Es ist Trennung, es ist Schmerz, es ist Trauer, völlig klar. Aber ich sehe im Tod auch eine Aufforderung. Ich gehe sogar so weit zu sagen, eine Motivation, bitte in Anführungsstrichen, eine Inspiration. Das ist nämlich die Frage, was machst du aus deinem Leben? Und ich habe für mich ganz klar entschieden in diesen Wochen, und sonst könnte ich auch heute Abend nicht in dieser Sendung sein, ich gehe diesen Weg weiter, ich werde weiter meine Seminare, meine Referate, meine Coachings machen zu diesen Themen Sinnzentrierung,
einseitige Versöhnung, Kraft, Wirksamkeit in der Gegenwart. Mhm. Weil jetzt weiß ich, dass gerade unter diesen Rahmenbedingungen das richtig ist und das funktioniert. Und da sehe ich mich auch in der Tradition meines Vaters. Mein Vater hat immer sehr viel für den Frieden getan, für den politischen Frieden. Mhm. Und ich arbeite, ich bin Walter, auf einer anderen Ebene, sozusagen auf der Ebene des Einzelnen. Und da tue ich auch was für den Frieden. Ich tue was für drei Beziehungen. Die Beziehung mit sich selbst, die Beziehung mit anderen und ich nenne es die Beziehung mit Gott oder der eigenen Spiritualität für jene, die keinen Bock auf Gott haben, um es mal platt auszudrücken. So. Und da fühle ich mich jetzt sehr gut aufgehoben. Und ich weiß eins, dass es auch im Vermächtnis meiner Eltern, meiner Mutter und meines Vaters der richtige Weg ist. Ich weiß, was Ihnen das bedeutet. Ich habe damals, so wie viele, viele andere, es war ja ein großer Bestseller, Ihr Buch Leben und Gelebt werden. Ich habe dieses Buch damals verschlungen, weil mir eine Dimension sozusagen im Hintergrund eines großen Politikers damals zum ersten Mal klar geworden ist. Und in gewisser Weise, ich glaube, es ist überhaupt nicht übertrieben zu sagen, das hat Ihnen auch Ihr eigenes Leben gerettet. So weit kann man da gehen. Wenn Sie vorhin sagten, Herr Kohl, das war ein Härtetest für diesen Friedensvertrag. Es gab dann wenige Tage später noch mal eine solche Situation. Doch diese Bilder haben sich eingebrannt. Sie stehen mit Ihrem Sohn, mit Ihrem Sohn und mit Ihrer Nichte. Ja. Stehen Sie wieder vor diesem Haus, vor Ihrem Elternhaus noch mal. Es ist nicht irgendein Haus, ist das Haus, in dem Sie groß geworden sind, in Oggersheim. Da sehen wir das Bild. Und versuchen, irgendwie dort reinzukommen. Was ist denn da sozusagen vorher, in den Tagen vorher schon passiert, dass es dann zu dieser Situation kommt und man sagt, der geht da jetzt gar nicht mehr rein und die Enkel haben keine Gelegenheit, sich vom Großvater zu verabschieden. Also ich weiß nicht, was passiert ist. Ich weiß nur, dass wir da hingefahren sind. Und warum sind wir an dem Tag gekommen? Schlicht und ergreifend, mein Sohn war in China, als er studiert und war längere Zeit in China, hatte auch noch seine Prüfungen dort und ist eben aus China zurückgekommen. Und dann haben wir alle Mann uns getroffen und ich habe gesagt, ich nehme euch mit und wir fahren runter nach Oggersheim. Und ehrlich gesagt, ich bin nicht auf die Idee gekommen, dass die Tür nicht aufgeht, weil erstens ging die Tür am Freitag auf und zweitens habe ich überhaupt keinen Grund gesehen, warum das nicht der Fall sein sollte. Also da bin ich halt anders gestrickt. Und dann ist es eben so gekommen, wie es gekommen ist. Wir haben dann Hausverbot bekommen, was ziemlich kindisch ist in meinen Augen. Und die Polizei hat sich sehr nett verhalten, das muss ich auch sagen. Es war ihnen auch hochnotpeinlich. Und ja, dann sind wir nach einer halben Stunde eben wieder abgefahren. Auch das haben viele Menschen als wahnsinnig würdelos empfunden. Wie nimmt das ein Enkel dann in dem Fall auf? Gut, oder beide Enkel? Ja gut, wir haben natürlich sehr intensiv darüber gesprochen. Das sind auch private Gespräche. Dazu äußere ich mich nicht in der Öffentlichkeit. Und in der Rolle war ich ja Vater. Und wenn du Vater bist oder Onkel, das ist ja jetzt sehr artverwandt in dem Fall, dann musst du auch Vorbild sein. Wenn Sie sagen Rolle, Entschuldigung, und zwar Vorbild auch in der Haltung, und das spürt der Mensch ja, also mein Sohn und meine Nichte spüren das ja, ob ich das ernst meine oder nicht. Und dann haben wir einfach akzeptieren müssen, es ist so. Und weil es so ist, werden wir es nicht als sozusagen Angriff auf unsere Seele werten, sondern als ein Faktum, als ein neutrales Faktum. Schwer, also und sehr souverän, wenn man es ist schwer, wenn man das aber so es ist notwendig. Und für Kinder, also jetzt in dem Fall Jugendliche, ist es ganz wichtig, dass wir Alte, weil ich bin mit 54 ja ein alter Hund im Vergleich zu diesen Altersklassen, dass wir auch das, was wir sagen, leben und dass sie spüren, das kommt von Herzen. Und dadurch konnten wir das auch klären. Gab dann noch mal im Nachgang ein unappetitliches Nachtreten der Anwalt, langjähriger Anwalt Ihres Vaters, mittlerweile Mitglied auch der nordrhein-westfälischen Landesregierung, Holthoff Pförtner, sprach von einer gewollten und bewussten Inszenierung eines Eklats. Ja gut, das ist kindisch. Erstens, wenn ich ein Eklat inszeniere, muss ich es ja beherrschen in der Situation. Und ich muss ja wissen, dass die Tür nicht aufgeht. Mhm. Und ich muss wissen, dass Journalisten da stehen. Und ich muss wissen, dass ein Hausverbot ausgesprochen wird. Also alles das konnte ich nicht wissen. Und wir sind ja sozusagen zu einer Zeit gekommen, Freitag war der Todesfall, das war in der folgenden Woche, wo auch etwas mehr Ruhe vorm Haus war. Also dieser Vorwurf ist in meinen Augen einfach nur kindisch. Und andere Leute haben andere Dinge inszeniert, ich drücke mich mal so rum aus. Und das gehört alles zu diesen, ich nenne es jetzt mal, Nebengeräuschen. Mhm. Ich habe mich ja dann auch zu dieser Aussage von Dr. Holthoff Pförtner geäußert, habe gesagt, das ist gelogen, was er da sagt. Und wenn es
sagen wir mal, beweisbar wäre, dann hätte er mich ja als guter Jurist und Chef einer großen Anwaltskanzlei auch jederzeit verklagen können. Ist ja nicht passiert. Sie wiederholen den Vorwurf ja auch heute und wissen ja auch, was das im Zweifel juristisch bedeutet. Ja gut, das soll er machen, das ist mir egal, weil ich sage schlicht und ergreifend, die Fakten sprechen für sich. Es ist auch aus meiner Sicht wiederum hier genau die Frage, was ist passiert und wie gehe ich damit um? Und in der Situation, wie wir vor der Haustür standen, war für mich eins ganz klar. Jetzt bist du als Vater gefordert. Jetzt bist du nicht der Sohn von, sondern du bist der Vater und deiner der Kinder, Onkel von. Ja. Und das ist natürlich eine ganz wichtige Herausforderung, dass wir in solchen Situationen auch sagen, jawohl, jetzt stellst du mal deine Gefühle zurück und du kümmerst dich um die Kinder. Und in dem Moment, wo du dich um die Kinder kümmerst, bist du auch Teil der Lösung für dich selbst. Wenn Sie sagen Versöhnung, Herr Kohl, haben Sie jemals versucht, im Zuge dieser Versöhnung auch eine Art von Frieden mit der Witwe Ihres Vaters herzustellen? Mit Maike ist nicht an einem Kontakt interessiert. Wir konnten jahrelang nicht anrufen. Was passierte, wenn Sie angerufen haben? Ich will es gerade sagen. Wir hatten also eine Weiterschaltung zum Büro in Berlin. Mein Bruder hat mal eine lustige Szene erlebt. Der rief nämlich an und da hieß wieder keine Auskunft, keine Auskunft, keine Auskunft. Und dann hat mein Bruder gefragt, sagen Sie, können Sie mir sagen, wie viel Uhr es in Berlin ist? Antwort, keine Auskunft. Und das hat also schon bizarre Züge zum Teil gehabt. Und nochmal. Gibt es einen bestimmten... Ich möchte die Frage noch kurz beantworten mit Maike. Ich habe für mich eine Entscheidung gefällt. Und die Entscheidung ist, ich lebe mein Leben, ich lebe mit meiner Familie. Und hoffentlich gestalte ich diesen Weg glücklich und gemeinsam. Maike hat ihre Familie, sie hat ihre Vorstellung vom Leben. Wir haben bis auf zwei, drei Themen nichts mehr, was uns verbindet oder wo Berührungspunkte sind. Und das ist vielleicht auch ganz gut so. Das heißt, auch erbrechtlich ist alles geklärt? Ja, das sind ja auch so Spekulationen. Das genau, ja, deswegen frage ich danach. Ja, geht uns eigentlich gar nichts an, aber es wurde sehr viel darüber spekuliert. Ja, und deswegen können wir es heute mal richtig stellen. Ja, also es ist Folgendes. Es gibt ja zwei Erbthemen in Anführungszeichen. Ein ganz normales, wie jede andere Familie auch. Die Mutter ist gestorben, der Vater ist gestorben. Und wir haben 2016, also noch Anfang 2016, noch zu Lebzeiten meines Vaters, auch auf Initiative meines Bruders hin, eine juristische Klärung vom Landgericht Frankenthal erwirkt. Und interessanterweise hat das kein Mensch von den Journalisten mitbekommen. Es war eine öffentliche Verhandlung, hat mich sehr überrascht. Und da ist alles geklärt. Also das Thema Erbschaft in der Familie ist komplett erledigt. Und das zweite Thema ist natürlich der Umgang mit dem, ich nenne das jetzt mal politischen Erbe. Mit dem Nachlass sozusagen. Mit dem Nachlass, aber auch noch viel mehr wie dem Nachlass, auch die ganze zeitgeschichtliche Einordnung. Wie geht man einfach auch mit diesen ja sehr zentralen Themen, die mein Vater mitgestaltet hat, wie deutsche Wiedervereinigung, Euro, aber auch der NATO-Doppelbeschluss und solche Sachen um. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass es eine Stiftung gibt, die, ganz wichtig, neutral, objektiv ist, die außerhalb aller Familienmitglieder ist. Niemand, das ist meine feste Überzeugung, aus der Familie, egal ob der jetzt Walter, Peter, Maike, egal wie er heißt, sollte in dieser Stiftung eine Rolle spielen. Sie sollte an einem neutralen, staatlichen Ort, Beispiel Bundesarchiv oder was da andere Möglichkeiten auch immer gibt, aufgehängt sein. Sie sollte von Fachleuten, von Historikern, von kompetenten, objektiven Menschen geleitet werden, sodass die komplette Dokumentation, so wie zum Beispiel auch Margaret Thatcher in England, offen und öffentlich zur Verfügung. Kann man sogar im Internet einsehen. Genau. Und genau das wünsche ich mir für das Vermächtnis meines Vaters und damit natürlich auch für das Vermächtnis meiner Mutter. Denn ohne meine Mutter wäre mein Vater nie der geworden, der er ist. Und ich kann nur hoffen, dass das so kommt. Ja. In dem Zusammenhang der letzte Akt, Herr Kohl. Warum, auch das haben viele Menschen in der Öffentlichkeit nicht nachvollziehen können, warum die Entscheidung, Ihren Vater in Speyer zu beerdigen? Da müssen Sie andere fragen, ich weiß es nicht. Ich habe die Entscheidung... Gibt es da, also welche Beziehung hatte Ihr Vater zu Speyer? Zwei Fragen. Erste Frage. Ich weiß nicht, warum Speyer. Und ich habe es aus der Bild-Zeitung erfahren. Das ist ja gute Quelle in solchen Situationen. Und ich habe mir sogar ein Mini-Abo bei der Bild-Zeitung online beschafft, damit ich also alle Artikel lesen kann. Und die Frage Speyer ist für mich auch nicht schlüssig. Weil es wird ja behauptet, er hat eine enge Beziehung zu Speyer. Das stimmt. Aber die viel engere Beziehung hat er natürlich zu Ludwigshafen. Das ist seine Heimat.
ist er groß geworden, hat er immer gewohnt. Sein Wahlkreis? Sein Wahlkreis, seine politische Herkunft, alles ist aus Ludwigshafen. Und wir haben ja 2001 nach dem Tod von Mutter, damals gab es ja auch noch ein ganz anderes familiäres Verhältnis zwischen uns, gemeinsam den Grabstein ausgesucht, den neuen Grabstein, der von meinem Bruder und von meinem Vater vor allen Dingen gestaltet wurde. Mhm. Und mein Vater hat sich auch intensiv mit mir besprochen, was zu passieren hat, wenn er stirbt. Und Stichwort Ehrenbürger und all diese Themen. Und ich war völlig überrascht, wie ich erfahren habe, dass auf einem Friedhof, auf dem ich glaube, dass er keine dreimal in seinem Leben war, er jetzt beerdigt ist. Aber so ist die Realität. Und es gibt einen Zaun um dieses Grab. Ja, ja, das ist ganz interessant. Das Grab hat eine Art Gartenzaun vorne und hinten so einen Bauzaun mit Videoüberwachung und Verbotsschildern, also wo man die Blumen hinlegen darf und wo nicht. Und ich war also an dem Grab vor einiger Zeit. Und ich muss sagen, das ist schon unwürdig für meinen Vater. Also wenn Sie jetzt mal da hinschauen, ich kenne kein Grab in Deutschland, das eingezäunt ist in dieser Art und Weise. Und ich war, weiß nicht, 20 Minuten, eine halbe Stunde vor dem Grab und waren jede Menge Besucher auch da und es war großes Unverständnis bei den Leuten. Ich finde es unwürdig in Bezug auf meinen Vater. Wer hat das bestimmt? Sekunde bitte. Ich finde es unwürdig in Bezug auf meinen Vater. Ich finde es aber auch ehrlich in Bezug auf die Verhaltensweisen von Maike. Dieses Ausgrenzen, Abgrenzen, Kontrollieren, das kommt sehr gut durch. Und für mich nochmal ganz wichtig, die klare Entscheidung, so will ich auf keinen Fall sterben und beerdigt werden. Zumal ja auch das, was hätten Sie gewollt, so rumgefragt? Das Grab Ihrer Mutter ist woanders. Was hätte Ihr Vater mutmaßlich gewollt? Also Speyer und Ludwigshafen sind ja ungefähr 20 Kilometer voneinander entfernt. Es ist richtig, mein Vater war oft in Speyer mit Gästen. Da sind ja auch die ganzen Bilder entstanden vom Papst über amerikanische Präsidenten, Würdenträger aus aller Welt. Aber ich finde einfach, mein Vater, der ja auch immer die Familie als Kern betont hat, und das Thema Heimat sehr in den Vordergrund gestellt hat, hätte im Grab seiner Familie, also wo seine Frau Hannelore, seine Eltern und seine Großeltern mütterlicherseits begraben sind. Also das ist ein Grab, das fast 100 Jahre, über 100 Jahre zurückgeht, wenn man mal schaut. Ja. Mhm. Dass er dort begraben wird, zumal wenn man den Grabstein anschaut, sieht man ja, dass da ein Name freigelassen worden ist. Wenn Sie mal Hans und Cecilia anschauen, das sind seine beiden Eltern. Und rechts ist Hannelore. Und es war für mich immer klar, bis eben zu diesem Moment, dass da mal Helmut stehen würde. Mhm. 1930 bis 2000, was auch immer. Und das, muss ich sagen, hat mich geschockt. Mhm. Und das ist auch ein ganz zentraler Punkt für mich gewesen, wo ich gesagt habe, das werde ich nicht akzeptieren im Sinne von, okay, ist so. Und deswegen habe ich auch entschieden, für mich und alle anderen haben auch für sich entschieden, wir sind nicht Teil einer Trauerfeier, die am falschen Grab mündet. Das heißt, das war der Grund, warum Sie dort nicht sein konnten. Ich habe mich das oft gefragt, Bill Clinton, glaube ich, ich habe das gesehen und auch alles verfolgt, der hat Sie sogar namentlich erwähnt, in dieser sehr emotionalen, schönen Rede, wie das eigentlich nur Amerikaner so können, in dieser unnachahmlichen Art und Weise. Wie schmerzhaft das ist, wenn du als Sohn nicht bei der Trauerfeier deines eigenen Vaters. Also ich muss Ihnen sagen, ich fand die Trauerfeier in Straßburg sehr würdig. Ja, ich auch. Und ich habe mich gefreut für meinen Vater. Mhm. Und ich glaube, gerade weil es diese Spannungen gibt, ist es manchmal klüger zurückzutreten. Jetzt bin ich wieder in der 10-Jahres-Perspektive, also 2027. Was ist der richtige Schritt? Mein Vater hat uns ja beigebracht, es gibt Situationen, da musst du stehen. Das war ja so ein Kernspruch von ihm. Ne? Und ich habe mir gesagt, okay, jetzt stehe ich. Jetzt gehe ich nicht dahin. Ich mache, um das geflügelte Wort zu nutzen, diese Inszenierung nicht mit. Und das ist keine Absage an meinen Vater, das ist Absage an eine Situation. Das ist ganz wichtig, dieser Unterschied. Mhm. Und ich werde immer der Sohn meines Vaters bleiben. Wie gesagt, ich habe es ja gesagt, ich gucke in den Spiegel und schaue auf die Waage. Ja. Und die Fragen sind eindeutig, die sind bewegt, die sind geklärt. Für mich ist wichtig, dass ich heute, 10 Wochen danach, sagen kann, er ist tot und dieser Tod ist okay. Und dieser Tod hat auch eine Wirkung auf mein Leben, weil er hat mich darin bestärkt, dass das, was ich für richtig halte, weitergemacht wird. Es gibt in dem Zusammenhang
Und damit würde ich gerne schließen. Es gibt in dem Zusammenhang einen Satz, und das ist sozusagen der Merksatz für heute Abend, von Ihnen geäußert. Ich weiß nicht, bei welcher Gelegenheit. Wir haben das gefunden, und ich würde den gerne kurz zitieren, weil der auf so viele Situationen zutrifft, von vielen, vielen Menschen, die jetzt möglicherweise auch zuschauen. Sie haben mal gesagt, solange du dieses Heimliche hätte, müsste, sollte im Hinterkopf hast, findest du keinen Frieden. Ja. Mehr muss man nicht sagen und nicht hinzufügen. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für dieses sehr ausführliche und auch intime Gespräch. Vielen Dank, war wichtig, glaube ich, auch für viele Menschen, die Ihren Vater sehr geschätzt haben und auch nach seinem Tod noch mehr zu schätzen lernten, mal ein paar Dinge auch mal aus ihrer Perspektive klarzustellen. So, über Politik wollen wir sprechen, über die amtierende Kanzlerin wollen wir sprechen. Ich freue mich sehr, dass Dieter Wonka heute bei uns, eine echte Instanz unter den Hauptstadtjournalisten. Sie waren heute auf der Merkel-Pressekonferenz in Berlin. Was war der Anlass für diese große Pressekonferenz? 300 Kollegen. Der Saal war voll, weil einmal im Jahr die Bundeskanzlerin geneigt ist, sich unvorbereiteten Fragen der Journalisten zu stellen. Da ist nichts abgesprochen, gar nichts. Na, die Begrüßung ist abgesprochen und sie weiß inzwischen, dass ihr das Wohlfühlbad in der Menge des großen Berliner Journalistencamps, dass ihr das gut tut und nicht schadet. Es bleiben ihr in der Regel, man wundert sich ja gelegentlich, es bleiben ihr in der Regel kritische Fragen weitgehend erspart. Und wenn mal eine kritische Frage kommt, dann hat die Kanzlerin ein probates Mittel, macht einen kleinen Witz und drei Viertel des Saales der Journalisten lacht, sodass man sich dann insgesamt wieder in einer Wohlfühlgemeinschaft wiederfindet. Ja. Was eigentlich, finde ich jetzt ganz, ich bin ja noch ein altmodischer Journalist, ich habe irgendwie gelernt, dass man Politiker, wenn man sie frei fragen kann und darf, in eine Situation bringen sollte, wo sie unvorbereitet vielleicht mal ein wenig von dem preisgeben, was in dem Moment in ihrem Kopf vorgeht und nicht, was in der Schublade nach 12 Jahren Amtszeit drin liegt. Aber Angela Merkel kommt zu uns einmal im Jahr, weil sie weiß, da kann sie alle ihre Schubladen aufmachen und es gibt vielleicht 2 oder 3 kritische Fragen. So, und Sie sind bekannt dafür, deswegen freue ich mich so, dass Sie heute da sind, genau immer auch diese Spitzen zu setzen. Sie lassen da die Gelegenheit nicht aus und Sie haben auch heute wieder gefragt. Und wir hören mal kurz rein auf die Reaktion und interessant auch der Gesichtsausdruck, während Sie Ihre Frage formulieren. Sie hat bestimmt gelacht. Ich glaube auch. Weshalb haben Sie als Eingeladene für das am Sonntag stattfindende TV-Duell offenkundig, was man lesen konnte, versucht, Bedingungen zu diskutieren und damit gedroht, nicht zu kommen, wenn ihre Bedingungen nicht erfüllt werden. Was das Fernsehduell anbelangt, ich glaube, es ist doch immer so bei Sendungen, zu denen wir eingeladen werden oder bei Interviews, zu denen wir eingeladen werden oder um die wir gebeten werden, dass es jemanden gibt, der einlädt und dann sagt man ja oder nein. Also die Freiheit, das zu entscheiden, ist ja immer genauso wichtig wie die Freiheit der Presse und die Unabhängigkeit. Und dann ist es guter Stil, dass man über die Modalitäten spricht, wie die Dinge ablaufen können. Und da haben wir bestimmte Vorstellungen gehabt. Ich finde im Übrigen, dass sich die Formate der Vergangenheit sehr gut bewährt hatten. Und ich weiß nicht, warum Sie, also bei den Abstimmungen habe ich nie immer gewonnen hinterher. Also es war nicht so, dass ich sagen konnte, dass das für mich immer nur super ausgegangen ist. Das heißt, Sie wären nicht hingegangen, wenn Ihre Bedingungen nicht erfüllt worden wären? Das heißt erstmal, dass ich mich auf das Duell am Sonntag freue. Das ist... Das ist so ganz anders als Herr Kohl. Sie haben das schöne kohlsche Wort vom Durchmarschieren benutzt. Ich habe ja auch noch Kohl erleben dürfen. Wir haben uns auch häufig genug gefetzt. Und respektvoll fand ich immer, dass der Typ gestanden ist. Und wenn es darum ging, ist er auch durchmarschiert, ohne
sich in erster Linie zu inszenieren bei der Kanzlerin, die derzeit amtiert und das alles recht gut macht, wie viele Bürger glauben, ich auch zum Teil. Da hat man den Eindruck, die zieht einfach immer ihren Teflon-Blazer an und spielt ansonsten Pudding, wenn sie zu uns kommt. Und wir sollen den an die Wand nageln und das funktioniert nicht. Das ist also ein interessantes Bild, das Sie da gerade zeichnen. Also Sie versuchen, Pudding an die Wand zu malen und das geht ja physikalisch eher schwer. Das geht physikalisch nicht. Deswegen weiß Angela Merkel immer, dass ihr von uns keine Gefahr droht. Und da gelegentlich sieht man ja in diesen Tagen, wenn man sich Bilder von Pressekonferenzen von dem Brandstifter im Weißen Haus in den USA anguckt. Der macht es ja Journalisten sehr viel schwerer als bei uns. Wir sind da wirklich fein raus. Aber da bewundere ich doch das gewisse Rückgrat und die Härte, mit der US-Journalisten versuchen, mit diesem Ereignis, was die Welt durcheinander bringt, namens Trump, zurechtzukommen. Im Vergleich dazu bleiben wir unter unseren Möglichkeiten als Medien. Aber das ist ein sehr interessanter Gedanke und die Öffentlichkeit wird das sehr interessieren, was Sie da gerade sagen. Ich meine, da sitzen 300 gestandene Hauptstadtjournalisten und sie sagen, wir bleiben da unter unseren Möglichkeiten. Heißt, wir nutzen die Chance nicht, um Politiker mal klar und hart und deutlich zu befragen? Naja, ich würde mal sagen, ein Teil von uns ist Teil der Merkel'schen Lichtbildhauerei und arbeitet begeistert von dem Bild, dass wir ja doch eine eindrucksvolle Führungskraft in Europa im Kanzleramt zum Glück sitzen haben und nicht einen Orban oder einen wen auch immer. Das ist ja gut. Und auch Journalisten sind möglicherweise gern bei denen, die gewinnen, weil das gibt auch die Möglichkeit, in der nächsten Legislaturperiode das eine oder andere Interview mit der Kanzlerin zu bekommen. Und es ist ja auch immer das gleiche Bild, egal wen die Sozis aufbieten. Die Leute bleiben ja immer unterhalb der Wasserkante hängen, wenn es darum geht, Merkel herauszufordern. Also es wird halt einfach nichts. Siegermentalität, da sind Journalisten manchmal auch nicht frei. Herr Bunker, erklären Sie mir das doch einmal. Aber warum konnte es denn so weit kommen, Sie als einer, der diese ganze Szene sehr, sehr genau kennt? Warum hat das bis jetzt zumindest nicht verfangen, was Martin Schulz da macht? Sie meinen jetzt Schulz? Naja, ja. Also einer, der anfängt als erstes 2-3 Wochen durch die Lande zieht, in einen Jubel entfacht und dabei nichts anderes tut, als zu erklären, eigentlich unterscheide ich mich gar nicht so sehr von Frau Merkel. Eigentlich sind wir in der Flüchtlingspolitik und überhaupt immer schon einer Meinung gewesen. Ich habe vieles mit ihr gemacht. Der kann natürlich auch nicht dann in der letzten Phase glaubwürdig als Kampfschwein durch die Arena ziehen. Also dem glaubt man einfach schwieriger, dass es eine echte Alternative ist. Und ich glaube, es macht halt auch schon einen Unterschied, ob einer in Brüssel einen europäischen Wahlkampf führt mit europäischen Beratern. Und wenn er dann in das kleine provinzielle Berlin kommt, merkt man, da läuft Politik und die innerparteiliche Auseinandersetzung ganz anders. Und dann ist man halt mit so einem Apparat aus Brüssel am Bein da. Und nebendran im Auswärtigen Amt sitzt inzwischen einer wie Gabriel, der zeigt mit links, wie man jeden Tag eine Schlagzeile produziert und provoziert. Das macht das Geschäft für einen ehrlichen, wackeren Sozialdemokraten wirklich nicht einfach. Das klingt ziemlich desillusioniert, was Sie da sagen. Und ich würde gerne noch mal die Geschichte mit den Bedingungen, die dann sozusagen diktiert werden, aufgreifen. Es fällt auf, dass sich die Kanzlerin ganz ungewöhnliche Interviewer dann auch im Zweifel sucht. Der erste sitzt heute gerade hier, Florian Mund oder Le Floyd, ganz erfolgreicher YouTuber, der seit einigen Jahren dieses Geschäft betreibt, hohe Glaubwürdigkeit, vor allen Dingen bei der jungen Zielgruppe, und der vor 2 Jahren das erste YouTube-Interview sozusagen mit der Kanzlerin geführt hat. Wie ist es damals dazu gekommen, Florian, und was haben Sie gedacht, als diese Frage kam?
Damals ist es im Prinzip genauso gekommen, wie es jetzt auch der Fall war. Also die Anfrage kam durch das Bundespresseamt auch. Mhm. Damals ging es um diese ganze Zufriedenheitsumfrage in Deutschland. So, das war so das Thema. Und das Thema war dann im Prinzip auch bei mir ja, wie damals schon erklärt, dass ich mir im Prinzip die am häufigsten gestellten Fragen aus der Community raussuche, die dann dorthin trage und ich dann eben auch, um das nochmal aufzugreifen, dem Pudding im Teflonanzug gegenüber saß. Heute tatsächlich gäbe man mir die Gelegenheit, konjunktiv, würde ich es anders machen. Sie würden das Interview anders führen? Ja, tatsächlich. Zumal ich ja schon allein drei Fragen in petto hätte, wo sie sich, die sie damals beantwortet hat, um 180 Grad gedreht hat. Und mich interessiert, wie man das eigentlich in zwei Jahren macht, wenn man damals sagt, definitiv nein und heute ist die Ehe für alle quasi durch. Zum Beispiel PKW-Maut fällt mir ein. Ja, das. Die Ehe für alle. Wo sie gesagt hat, würde es mit ihr niemals geben. Und ja, Energiewende? Noch, ja, genau. Das war noch so ein Thema? Ja, das war eine richtig schöne Sache auch, ja. Und da sagt sie, gab ja auch solche Interviews in diesen Tagen, sagt sie, ja, da habe ich meine Meinung geändert. Ja. Was sagen Sie dann? Kann man ja auch machen, aber dann wäre ich mit so Formulierungen wie, würde es mit mir auf keinen Fall geben, vorsichtig. Ja, das stimmt. PKW-Maut wird es mit mir auf gar keinen Fall geben. Übrigens eine Formulierung aus dem letzten Kanzlerduell. Auch die Ehe für alle wird es mit mir auf gar keinen Fall geben. Mhm. Mhm. Sie haben, als wir uns damals nach diesem Interview gesehen haben, hat sich bei mir wirklich eingeprägt. Sie haben damals gesagt, die haben mich benutzt. Es war sicherlich Wahlkampf und es war sicherlich auch eine Erschließung einer neuen Zielgruppe beispielsweise. Man muss ja dazu sagen, auch für mich war es PR-technisch Gold wert. Ja. Das ist einfach eine Sache, dem kann ich mich nicht verwehren. Aber ich bin natürlich schon als derjenige, der in seinem Leben zuvor noch kein Interview geführt hat, mit irgendwem, ziemlich heiß baden gegangen in der Situation. Ja, das stimmt schon. Wie war diese erste Begegnung mit Angela Merkel? Außerordentlich professionell und unterkühlt. So wie ich mir Politiker größtenteils auch vorstelle. Mhm. Wusste sie, dass Sie vorher noch nie ein Interview geführt hatten? Das weiß ich nicht. Ich denke schon. Also zumindest, wenn man meinen Background checkt, dann kriegt garantiert, man das, sagen Sie? Dann kriegt man das auch raus. Wird man deswegen dann ausgesucht, weil man noch nie eins geführt hat? Sie hat einen der besten Wahlkampfberater, der im Hauptberuf Regierungssprecher ist. Und der ist in der Szene so gut drin. Der hat das garantiert recherchiert, kann Unheil drohen, am besten nein. Er hat noch nie ein Interview geführt. Gute Basis für ein Interview mit der Kanzlerin. Das ist interessant. Das ist interessant, weil... Können wir uns gleich noch mal anschauen. Es gab nämlich diesbezüglich jetzt in diesem neuen Interview, das war ein neues Format, wie man heutzutage sagt, ja, vier von euch, vier sehr erfolgreiche YouTuber, die da am Start waren. Eine davon war Lisa Sophie. Hatten Sie schon mal Interviews geführt vorher, Lisa? Ja, ne, für die Kollegen vom WDR und so weiter. Ja. Genau, also bei mir ist es so, dass ich schon einige Jahre davor angefangen habe, als Journalistin zu arbeiten und auch Interviews geführt habe in dem Rahmen. Natürlich jetzt nicht mit jemandem wie der Kanzlerin, sondern vielleicht auch häufiger mal mit Leuten in meinem Alter. Und deswegen, ja, war das natürlich eine andere Nummer. Wie oft haben Sie sich gefragt, warum nimmt die jetzt gerade mich? Gibt ja auch andere, die auch, weiß ich nicht, eine Viertelmillion, halbe Million, Dreiviertelmillion Abonnenten haben und sozusagen auch jemand sind, der dann auch wirklich politisch, speziell bei den jungen Leuten, was bewegen kann. Ja, natürlich habe ich mich das gefragt im Voraus, aber ich glaube, ich habe mich hauptsächlich gefreut zu sehen, dass ich dann ausgewählt wurde. Und mir ist gesagt worden, dass das eine Entscheidung war aufgrund von Kompetenz, also dass mir zugetraut wird, dass ich das mache. Und demnach habe ich das dann nicht weiter hinterfragt. Ja, ja, die junge Frau rechts hat auch einen Teil dieses Interviews geführt. Und die beschäftigt sich in allererster Linie mit Beauty-Tipps und solchen Geschichten. Ist jemand, der, sag mal, politisch jetzt nicht so beschlagen ist. Und es gab am Ende dieses Interviews, ich finde, das hat sie übrigens prima gemacht, gab am Ende dieses, ne, finde ich absolut, gab am Ende dieses Interviews eine sehr interessante Szene, und zwar speziell mit Blick auf das, was Sie gerade gesagt haben, Herr Wonka, nämlich, die wissen ganz genau Bescheid, ob da jemand schon mal ein solches Interview gemacht hat oder nicht. Dann sagen wir mal, gibt es jetzt einen Preis für eine Oscar-verdächtige Leistung, bitteschön. Dann bedanke ich mich bei Ihnen, das war übrigens mein allererstes Interview, das war wirklich sehr interessant. Ihr allererstes Interview im Leben? Ja. Sonst machen Sie immer nur Selbstdarstellung, sozusagen der Produkte oder wie? Nein, aber es war das erste Mal, dass ich persönlich jemanden interviewt habe. Ja, gut, aber ich würde sagen, Sie haben Talent. Dankeschön. Herr Wonka, ist das glaubwürdig?
kann ich mir nicht vorstellen, weil diese Kanzlerin noch mehr als der legendäre Gerhard Schröder nichts, was mit Presse zu tun hat, unvorbereitet und ohne Akte in ihrer Tagesmappe hat. Wer ist das? Was will der? Wo könnten Fallstricke lauern? Und was darf ich bei dem oder bei der auf keinen Fall sagen? So, das ist Profimanagement und da ist Merkel eine absolute Profispielerin. Was glaubt Florian? Ich verabschiede mich gerade von meinem zweiten Interview schon gedanklich. Weil? Naja, mit dem Background-Check, wo können Fallstricke lauern? kann das ein oder andere passieren? Möglicherweise. Ganz grundsätzlich, euer Gefühl, wenn es zu solchen Begegnungen mit Spitzenpolitikern kommt, von Ihnen ist der Satz überliefert, das war alles furchtbar wischiwaschi. Ja. Also das war mein Eindruck bei den Antworten, die gegeben wurden. Wir hatten ja auch wirklich nur relativ wenig Zeit. Das waren 10 Minuten pro Person. Und da steht man natürlich vor der Herausforderung, möchte ich jetzt möglichst viele Fragen stellen oder möchte ich noch mal nachhaken? Und wenn man dann eine Antwort bekommt, die irgendwie sehr wenig konkret ist, dann ist natürlich der Drang da zu sagen, man möchte nachhaken. Man will gleichzeitig aber auch der Community gerecht werden, die ja sehr viele verschiedene Fragen hat, das alles mit reinbekommen. Ja, da war ich teilweise schon ein bisschen enttäuscht von dem, was sie gesagt hat. Wie waren denn die Reaktionen danach? Die Reaktion meiner Zuschauer? Ja. Also sie waren größtenteils zufrieden, was das Reinbringen ihrer Themen angeht. Also sie hatten mir geschrieben, dass sie das Gefühl hatten, dass ich sie da gut repräsentiert habe. Aber sie waren eben auch sehr enttäuscht von dem, was von Frau Merkel zurückkam. Mhm. Wie war die Reaktion bei Florian damals? Ich würde sagen, zu 90% negativ. Also ich würde sagen, man hat mir jede Antwort von Frau Merkel angelastet. Also auch aus Ihrer eigenen Community, wie das heißt? Nein, auf gar keinen Fall. Aus der Community überhaupt nicht, weil da war die Prämisse klar. Ja. Fragen aus der Community werden dahin getragen. Was die Fachpresse anging, das war unangenehm. Aber man lernt da auch draus, das muss man dazu sagen. Das war tatsächlich bei euch nicht anders? Ja, genau dasselbe. Ich habe böse Sachen gelesen hinterher und dachte mir, ja, das überlebt man. Ich würde das nicht so ernst nehmen. Das überlebt man gut, das ist kein Problem. Ich fand das ganz interessant, weil diese Häme und diese Kritik teilweise genau aus den Kreisen kommt, die heute die Chance hatten, der Kanzlerin ihre besonders kritischen Fragen zu stellen und das trotzdem nicht gemacht haben. So ist es, ja, Maulhelden. Ist das ein grundsätzliches Problem, Herr Wonka, mit der Bitte um kurze Antwort, dass wir mittlerweile in politischer Kultur haben, dass die entscheidenden Fragen nicht gestellt werden, großräumig umfahren werden? Ich habe das Parteiprogramm zum Beispiel der CDU gesehen, das sind 73, 74 Seiten. Das Migrationsthema, eines der brennenden großen Themen global, taucht auf Seite 65 das erste Mal auf. Ja, es ist ein Prozess der schleichenden Entpolitisierung, den wir mit Angela Merkel erlebt haben. Anders als bei Helmut Kohl gab es am Ende und mittendrin eine große Diskussionsbereitschaft, Streitkultur. Man hat gestritten mit dem Mann. Das hat der Politik gut getan. Streiten Sie mal mit Angela Merkel. Das schafft ja nicht mal mehr Horst Seehofer jetzt. Es geht einfach nicht. Wobei ich finde zum Teil, dass man das ihr nicht anlasten kann, sondern denen, die Fragen stellen. Und ich fand gerade in eurem Fall, ich habe mir das wirklich von vorne bis hinten angesehen, ich konnte diese Kritik zum Teil überhaupt nicht nachvollziehen. Ich fand, ihr habt das durch die Bank gut gemacht. Da sitzen 22-Jährige, 23-Jährige und die fragen das, was sie aus ihrer Welt in ihrer Generation interessiert. Das ist schön, das mal zu hören. Ja, das war so. Dankeschön. Bringt denn Angela Merkel das was ihr da gemacht habt? Ich fand ja, dass sie teilweise entgegen sonstigen Gepflogenheiten auch durchaus auch sehr konkret geantwortet hat bei ganz bestimmten Dingen. Bringt ihr das, was glauben Sie? Oder anders gefragt, fühlen auch Sie sich benutzt? Eher nicht. Also ich glaube, bei diesem Benutzt-Vorwurf steckt auch immer so ein bisschen dahinter, dass man den Jugendlichen nicht zutraut, selber kritisch zu denken. Guter Punkt. Und es ist halt so, natürlich, wir bieten ihr damit eine Plattform. Ich muss an der Stelle auch dazu sagen, weil uns ja häufig vorgeworfen wurde, warum reden wir nur mit Frau Merkel? Es wird am 5.9. ein Interview geben mit Martin Schulz. Das heißt, auch er wird diese Plattform bekommen. Genau. Und deswegen... Das heißt, die gleichen Leute machen dann dieses Interview? Ich werde wieder dabei sein. Also dieselben. Einer der anderen wird auch dabei sein und zwei Leute werden
anders besetzt sein. Okay, guck mal, und LeFloid wird schon nicht mal gefragt, der ist zu kritisch, der ist raus. Ich wurde gefragt, ich weiß bloß ehrlich gesagt noch nicht, ob ich zu dem Zeitpunkt noch in Deutschland bin. Warum, auf der Flucht vor der Steuer? Nee, das gar nicht. Ich muss bloß. Wir drehen aktuell für ein großes Projekt für nächstes Jahr und ich reise wirklich komplett durch die ganze Weltgeschichte. Und das Okay. Sie haben ein anderes tolles Projekt gemacht, das mir ein Buch. Wie geht eigentlich Demokratie? Tatsächlich. Was ist die Idee dieses Buches? Die Idee dahinter war dass ich es unfassbar schön finde, sich selbst mal auch irgendwie mit einem Buch zu verewigen tatsächlich, weil das kann man tatsächlich auch so von seiner Bucketlist streichen. Und dann fragt man sich natürlich auch, was macht man eigentlich für ein Buch? Ich bin definitiv zu jung für irgendeine Biografie oder irgendwas und beschäftige mich nun wirklich schon seit so vielen Jahren auf YouTube und im Netz eben auch unter anderem mit dem Thema Politik. Ich habe das in der Schule schon tatsächlich sehr gemocht und das Thema ist durchweg immer sehr trocken und sich dann irgendwie an ein Sachbuch heranzuwagen, ist schon ein schmaler Grat auch. Und da ist es eben der Ansatzpunkt gewesen. Unendlich viele junge Menschen haben Fragen zum Thema Politik. Also haben wir uns überlegt, stricken wir dieses Buch genau um viele, viele Fragen. Wir machen nicht Punkt 1 Demokratie Doppelpunkt, sondern wir bauen unendlich viele Fragen und Unterfragen rein. So als würde jemand Fragen stellen, der wirklich denkt, ja, aber wie geht das eigentlich? Und wer ist das eigentlich? Wer ist eigentlich dafür verantwortlich? Ja. Und auch mal andersrum aufgebaut, warum klappt es eigentlich nicht? Was sind die Gründe dafür? Ja, also, das war so die Idee dahinter. Also, tolles Projekt. Ich finde es toll, dass sich so junge Menschen so intensiv mit Politik auseinandersetzen. Gehöre auch überhaupt nicht zu denen, die sagen, junge Leute interessiert Politik heute nicht mehr. Das stimmt nämlich nicht. Das ist meine Beobachtung. Die interessieren sich. Knapp 3,2 Millionen Leute auf meinem Kanal sind sehr wohl dafür. Die Präsentation ist die falsche. Bitte? Die Präsentation ist die falsche. Das ist häufig das Problem, dass das Grundinteresse da ist, aber dass das den Leuten nicht nahegebracht wird. Ja, bloß gut, hat da gerade einer ein Buch geschrieben. So, und da ist auch das große Missverständnis, finde ich, zu sagen, ihr müsst das genauso machen wie Herr Wonka oder wie Anne Will oder wie wir das auch teilweise hier in der Sendung machen, Leute hart rannehmen, kritisch befragen. Das ist nicht euer Job. Ihr macht das auf eine andere Art und Weise. Ihr macht das teilweise auch mit sehr viel Humor, sehr ernsthaft, sehr seriös. Das gefällt mir. Schön, dass ihr heute da seid. Herzlichen Dank. So, und zum Schluss ein Mann, der... Ein Mann, der, wir haben vorhin schon ein paar beeindruckende Bilder gesehen und ich würde gerne, Chris, bevor wir gleich einsteigen, einfach noch mal diese Bilder zeigen. Sagen Sie uns, während diese Bilder laufen, wo ist das entstanden? An welchem unfassbar schönen Strand, zu welcher Jahreszeit, um welche Uhrzeit? Wann war das? So all of this was shot in the northwest fjords of Iceland. It's actually called the West. All das kommt aus den nordwestlichen Fjorden Islands. Wirklich entlegen. Selbst Isländer kommen da nie hin. Für die ist das ein anderer Stern. Und wir hatten diesen Traum. Wir wollten unbedingt dahin, an diesen kleinen, in diesen kleinen Nationalpark per Boot mitten im Winter. Ich habe das erst später gemerkt, was für ein verrückter Gedanke das war. Aber im letzten Jahrzehnt war das eigentlich bei mir so. Eine globale Suche nach Wellen in den entlegensten Ecken der Welt. Norwegen, Alaska, Russland, 30 Mal Island und jede Menge andere Ecken. Schau mal hier, und dann entstehen so unglaublich schöne Fotos. Aber die Genese dieser Fotos, das ist irre, das zu hören. Die Geschichte dazu ist eigentlich fast noch besser als die Fotos selber, weil die wirklich beeindruckend sind. Großes Kompliment dazu. Und Sie haben einen tollen Dokumentarfilm darüber gemacht, über die Entstehung dieser Bilder, die Reise sozusagen dahin. Und es gibt so einen schönen Satz, den ich von Ihnen im Kopf habe, der so ungefähr lautet, wenn man wirklich was Großartiges leisten will und was Schönes erleben will, dann muss man sich vorher einmal richtig, richtig anstrengen. You gotta want it, I think. That's the one thing that du musst etwas wollen, unbedingt wollen. Ob Politik oder Sport oder Fotografie, du musst etwas von dir geben, damit es das auch nachher wert ist. In jeder Eigenschaft, das lernst du immer wieder. Auch bei kalten Temperaturen. Du bist doch oft in diese Region gereist, du weißt das doch selber. Du erinnerst dich, das ist so lebendig in dir. Das vergisst du nicht leicht. Und ich dachte am Anfang meiner Laufbahn schon, das muss es sein. Ich sage immer,
immer zu Leuten, wenn es da manchmal sehr, sehr anstrengend wird und sehr, sehr kalt wird, sagen wir, Freunde, pass auf, das ist die Art von Reise, die erst hinterher schön wird. Das ist genau diese Art von Urlaub, die im Nachhinein dann richtig toll wird, aber während man drinsteckt, ist es grauenvoll. Komm, was für ein wunderschönes Bild. Großes Kompliment, was für ein wunderschönes Bild. Das ist im Süden von Island, schätze ich mal, aufgenommen. Das ist tatsächlich ein Strand. Der größte Gletscher trifft da auf den Ozean in Europa. Unglaublich. Surreal schön. Und die richtige Tide, die richtige Flut, die richtige Bedingung sorgt dafür, dass sich dort tatsächlich Gletscher bilden und Wellen. Ja, das Einzige, was mich irritiert, ist das Surfbrett da im Wasser. Sind Sie das, der da drauf ist, oder sind das die anderen? Auf diesem Foto. Nein, das sind die. Ich paddle hinterher und habe kein Gefühl mehr in den Füßen. Das ist schon klar, kalt ist es, aber das hältst du nicht lange aus dort. Also das ist schon ein sehr begrenztes Experiment. Das ist wunderschön, ne? Das ist da im Süden von Island. Und dieses Foto hier ist ein anderes Foto, das, glaube ich, in Nordnorwegen auf den Lofoten entstanden ist. Waren auch schon viele mal so mit dem Boot oder so unterwegs. Aber da war nie einer im Wasser. Wie kalt war es da, Chris? Schönes Beispiel für ein schönes Selfie, yeah. Oder? Nordisches Selfie. Selfie der Welt, ja. Ein Unterschied hier unter diesen Bedingungen. Da spürst du nicht mehr, wie der Finger auf den Auslöser kommt. Aber auf den Lofoten, die sind bekannt als die am stärksten exponierten Landstriche der Welt. Die verrücktesten Felsen, die ersten Stürme. Am Anfang meiner Laufbahn, vor 8 Jahren, waren wir mal da. Ich weiß noch, ich war im Wasser. Und ich habe so viel Energie und Power und Natur gespürt. Ich wurde herausgedrängt nach außen zur See und wusste nicht, ob ich wieder rein kann. Ja. Unglaublicher Ort. Und da gehe ich immer noch wieder hin. Ja, ist ein wahnsinniger Ort. Da kann man auch übrigens auch sehr schön Skifahren. Auf den Lofoten kann man von der Spitze des Berges runterfahren bis ans Meer. Sensationell. Und dann sich ausziehen und eine Runde baden dann einfach. wenn man Lust hat. Herrlich. Schau mal, auch das hier. Das ist in Südisland auch entstanden, Chris? Exactly, yeah. Ja, genau. Ein Natursofa, ja. Sofa on the rocks, möchte ich mal sagen. Wahnsinn. Und ich habe es eben schon kurz gesagt, dieser Dokumentarfilm zeigt vor allen Dingen die Reise zu diesen Bildern, also die Anstrengung, die nötig war, um diese wunderbaren Bilder zu machen. Und wir schauen mal ganz kurz rein. Sie waren zunächst mal unterwegs mit einem Boot, weil Sie in den äußersten Nordwesten Islands wollten, wo man nur per Boot hinkommt. Mhm. Naturpark, ja? Ja. Wir schauen uns das mal kurz an, wie diese Schiffsreise dann verlaufen ist. Wann war das? Die Aufnahmen stammen aus Dezember 2015, der dunkelsten Jahreszeit. Das ist der Winter dort. Und wir sind dann wieder hin im Februar 2016 und wollten dann noch ein paar Bilder machen. Oh, ist das schön. Das ist wunderschön. Jeder sagt eigentlich Island im Dezember. Wie kann man nur so doof sein? Weil nach 4 Stunden geht die Sonne wieder unter. Ich finde aber, das Licht ist so unvergleichlich schön. Ne? Was ist dann passiert? Ihr seid mit diesem Boot da raus und was passierte dann? Wir hatten 18 Stunden Dunkelheit, 4 Stunden sichtbares Licht, aber auch nicht mehr. Und hatten jahrelang geplant, dorthin zu kommen. Und dann kamen wir dahin und der Captain sagte zu, ihr müsst zurück sofort. Ab zurück, da kommt ein Sturm, der aufzieht. Und wir dachten, ein Sturm wie jeder andere. Island kannten wir, Stürme kannten wir, gewöhnt waren wir das. Wir wussten nicht, dass das der happigste in 25 Jahren war. Da sind, glaube ich, 400 Strommasten umgekippt. Und wir waren auf einem Stück Straße zwischen 2 Lawinen, haben uns rausgebuddelt. Und dann wurde uns klar, wenn wir jetzt nicht weitermachen, dann gibt es kein Zurück und dann erfrieren wir hier im Auto. Das war uns klar. Ein bisschen Risiko muss sein. Das lernt man auch. Ja, gibt es auch noch so ein schöner Gedanke von Ihnen? Ich habe das irgendwo gelesen. Sie sagen, man muss das Unbekannte sozusagen umarmen.
Und ich kann das so gut nachvollziehen. Wenn du als Mensch aus dieser Welt unterwegs bist, überall hast du das perfekte WLAN und den Handyempfang und so weiter und überall die gleichen Hotels und überall der gleiche Krempel und alles ist maximal angenehm, dann tut es manchmal wahnsinnig gut, diese Komfortzone einfach zu verlassen. Und es macht einem im ersten Moment ja auch Angst. Also mir geht es manchmal so, ich kriege dann wirklich die nackte Panik. Aber wenn ich mich dann wirklich drauf einlasse, dann erlebe ich Ruhe und Momente tiefsten Friedens. Geht Ihnen das auch so? Also ich kann das nur unterschreiben. Das ist ja nicht nur ein guter, ein wichtiger Gedanke, sondern ohne das geht es gar nicht für unsere eigene Entwicklung. Was meine Generation gemacht hat, ist dies. Wir haben angefangen, unsere Erfahrungen auf Reisen zu Weltsahn zu beurteilen im Lichte dessen, was andere gemacht haben. Die sozialen Mediennetzwerke sind natürlich sehr schön, aber bringen dich auch leicht ins Negative, nur zuschauen. Wir beseitigen Unsicherheit aus allen Ecken des Lebens. Wir wollen Klarheit, keine dunkle Ecke, nichts Unbekanntes. Und das, wo das Unbekannte entsteht, da wächst du doch, da kriegst du raus, wer du bist wirklich. Ich habe mit den Leuten gesprochen, diskutiert, wie wichtig es ist, diese Freude durch das Leiden zu entdecken. Und wahr ist auf jeden Fall, dass jeder, der jemals bereit war, etwas von sich zu geben, für etwas, was ihm wichtig war, so viel Bedeutung und Relevanz und Belohnung gefunden hat. Guck dir das doch hier mal ein bisschen frivol da. Ich habe versucht, das Leben zu führen, aber die Wahrheit ist doch die, wenn du da eine Beziehung herstellen kannst, auch zwischen Menschen, und wenn die merken, sie können raus aus der Routine, aus der Sicherheit, dem familiären Vertrauten, dann machen sie Erfahrungen, die da auf sie warten. So, absolut. Ganz toller Appell. So, und wenn man dann, eben gesagt, das ist die Art von Reise, die erst hinterher schön wird. Bei euch war es schon gegen Ende der Reise, dass es richtig großartig wurde. Ja, ihr kämpft euch also durch diesen Schneesturm, erst per Boot, dann zurück mit dem Auto. Der schlimmste Schneesturm seit 25 Jahren. Und dann kommt ein magischer Moment der Erlösung. Was war das für eine Situation? Hier sehen wir es. Die Reise war so nie geplant und auch nicht geplant. Surfen, Surffotos zu machen im Nordlicht in Realzeit war ein Traum. Aber als wir dann in diesen Sturm kamen, haben wir uns nachher wiedergefunden, schau mal, an einer Stelle, wo du dann die besten Wellen ganz Europas hattest. Die sind dem Sturm nämlich gefolgt. Und da haben wir Schwein gehabt. Du sagst, ja, man muss das annehmen, in die Arme nehmen, aber es gibt Situationen, da kannst du es nicht bestellen. Und dann kannst du solche Bilder machen, die hat nie ein Mensch gesehen und wird vielleicht nie wieder einer sehen. Und ich finde, für mich, wenn ich mir das anschaue, dann glaubt man das nicht. Dann macht die Natur, was ihre Arbeit ist. Sie soll uns nämlich ihre Aufgabe, sie soll uns inspirieren. Und das war der Kern des Projekts. Nur eine kurze technische Zwischenfrage, weil viele Leute fotografieren, die wollen wissen, wie habt ihr das gemacht? Habt ihr da Licht draufgesetzt auf die Welle? Kommt da ein Spot von Land? Super Frage, aber ich erkläre das auch gerne im Wesentlichen. Konnten die eines sehen, die Surfer, nichts sehen, das war so dunkel, du musst dir klar machen. Wenn du mal Nordlicht gesehen hast, Polarlicht, dann werden dir zwei Dinge klar. Das passt nicht oft über dem Meer und vor allen Dingen nicht in großer Tiefe, sondern ganz weit oben, über den Bergen. Diese Komponenten zusammenzubringen, Polarlicht, Wellen, auf denen du surfen kannst und dann Typen, die bereit sind, das zu machen, das ist also schon ein seltenes Zusammenkommen. Die konnten gar nichts sehen, die haben das nicht gesehen. Da kam alles zusammen, aber für sie, aus ihrer Sicht, die haben nicht mal die Wellen gesehen. Da haben wir mit einem Blitzlicht vom Strand ihnen geholfen, sie angeleitet, gesagt, da ist die Welle, die ist so hoch und dann haben sie sich gedreht, haben die Welle erwischt und dann haben wir erst mal gemerkt, die Bilder waren so viel schöner mit diesem Rücklicht und der Zuschauer kriegt Kontrast, der das betrachtet, wunderbar. So, und zum Abschluss, Chris, schauen wir uns noch mal dein Lieblingsbild an. Das ist, glaube ich, dieses hier. In welcher Situation ist dieses Foto entstanden? Schau mal. Yeah, well...
Naja, ich habe schon ein paar wilde Orte gesehen auf dieser Welt. Und eines ist mir klar geworden. Immer wenn du suchst, du machst dein Scouting an allen möglichen Orten und dann kommst du nachher hin und es nichts ist so, wie wenn du dann wirklich da bist. Das wird dir klar. Ich habe mal in einem Magazin gearbeitet mit 19 und habe gedacht, irgendwann muss ich dicht an die Orte ran, nicht im Magazin. Ich muss dahin, nicht nur diese Hochglanzbilder. Und ich habe gekündigt. Ich habe gesagt, ihr wirst ja verrückt und denkst immer nur daran. Und dann habe ich gesagt, wenn ich das verfolgen will mit der Fotografie, dann muss ich die Schule abbrechen. Also habe ich alles reingepackt in das Projekt. Die Macht des Internets, die Macht meiner Recherche waren meine besten Freunde. Dann dahin zu kommen, waren Experimente, Tests. Wie viel bist du bereit zu recherchieren, zu planen und so weiter? Das Foto war die Veranschaulichung des Trips auf die Aleuten in Alaska. Und, so eine Inselkette im Süden, ne? Wirklich auf einem Vulkan sitzen, ne? So ein Feuerring, der sich dann runterzieht bis nach Japan. Ne? Ja. Ja, ganz genau, das beschreibst du richtig. Das ist ein großer, noch aktiver Vulkan und ich habe kein Foto gefunden online. Alles war nur so neblig grau, aber als ich dann da war und bereit war, mich dem auszusetzen und das durchzustehen, hatten wir den perfekten Tag, könnte man sagen. Also ganz großartige Bilder und wenn man das so hört und auch sie hier erlebt, dann muss man sagen, wenn man das so sieht, muss man sagen, man muss wirklich raus und raus aus dem Sofa und dann wird man so ein lebendiger, inspirierender Mensch wie der, der hier gerade sitzt. Chris Burkhardt war heute unser Gast. Herzlichen Dank für den Besuch. Gerade auf großer Tour deutschlandweit wird dieser Dokumentarfilm gezeigt. Herzlichen Dank. Große Freude. Bedanke mich genauso herzlich bei Lisa Sophie und bei Leuf-Leut, die heute unsere Gäste waren, die bei YouTube täglich praktisch zu verfolgen sind. Herzlichen Dank. Das war erst der Anfang einer großen Karriere. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Dieter Bonka, Hauptstadtjournalisten, Instanz und Legende. Und ich bedanke mich sehr herzlich bei Walter Kohl für ein sehr intimes Gespräch. Ich weiß, dass das nicht einfach war, aber ich denke, wir haben das zu tun. Ich danke Ihnen sehr herzlich. Jetzt die Kollegen von heute Plus. Morgen sind wir wieder da. Danke.